Star Wars The Clone Wars ist zurück. 2020 ist das Jahr vom Ende der Klonkriege. Und damit werden wir nicht nur Zeugen von den Geschichten der Soldaten, die wir bereits kannten. Nein, wir werden 4 neue Soldaten der Republik kennenlernen. Das Bad Batch, besser bekannt als Clone Force 99. Was es mit diesen außergewöhnlichen Klonen in Rot-Grau auf sich hat, erfahrt ihr im heutigen Video. Keine Sorge, die Informationen aus diesem Video sind lediglich ein kleiner Vorgeschmack auf das, was folgt. Um zu verstehen, wo diese Männer herkommen, schauen wir uns den Klonvorgang auf Kamino etwas genauer an. Die Heimatstätte aller Klonkrieger. Wie wir wissen, basiert das Erbgut aller Soldaten auf dem des mandalorianischen Kopfgeldjägers Jango Fett. Durch Modifikationen, einer beschleunigten Alterung und dem Inhibitor-Chip war es den Klontechnikern möglich, diese einzigartigen Soldaten zu klonen, die weder zu aggressiv noch zu unberechenbar waren. Wir wissen, dass sich die Klone im Laufe der Zeit veränderten. Sie lernten den Schmerz des Krieges kennen, ganz genauso wie Captain Rex es im Clone Wars Trailer sagt. Brüder zu verlieren war Alltag. Beste Freunde, die einem täglich von den Feinden geraubt wurden. Das neueste Squad aus dem Trailer und der finalen Staffel ist aus einer Charge von Klonen entstanden, die mit genetischen Mutationen geboren wurden. Wir alle kennen die traurige Geschichte vom Klon 99. Er war ein missgebildeter Klonkrieger, der von den Kaminoanern am Leben gelassen wurde, aus einem einzigen Grund. Um als Reinigungskraft in den Klonanlagen zu dienen. Trotz dieser Arbeit hatte er einen hohen Intellekt und wusste immer einen Rat für seine Brüder. Sein Tod war ein schmerzhafter Verlust für viele Soldaten am Tag der Schlacht von Kamino. Nach ihm wurde das Squad benannt. Denn die genetischen Mutationen waren bei diesen Männern vorteilhaft. Allerdings nur im Squad. So haben sie eine Erfolgsrate von 100%. Jede Mission, jede Aufgabe wird gemeistert. Die Mutationen bewirkten ganz unterschiedliche Eigenschaften, die nicht nur ihr Aussehen und die Stimme im Vergleich zu ihren normalen Brüdern veränderte. Das Squad wurde von Hunter angeführt. Seine Veränderungen brachten ihm verbesserte Sinne, einschließlich hochempfindlicher Geruchsfähigkeit und der einzigartigen Fähigkeit, starke elektromagnetische Emissionen auf planetarer Ebene zu erfassen. Ausgestattet mit 2 DC-17 und einer Vibro-Klinge war er ein außergewöhnlich vielfältiger Supersoldat. Wrecker war wohl das Teammitglied, das wir alle als Tank bezeichnen würden. Er war laut und dreist, neigte dazu, seine Meinung auf stumpfeste Weise zu äußern. Sein hohes Temperament machte ihn für Freund und Feind gleichermaßen gefährlich. So wird er von seinen Brüdern mit Bedacht eingesetzt. Die Mutationen gewähren ihm übermenschliche Stärke, die es ihm sogar ermöglicht, ein zerstörtes LAAT-Kanonenschiff wegzuheben, als ein verwundeter Kamerad unter diesem eingeschlossen lag. Mit ihm möchte sich keiner anlegen. Wreckers Arsenal bestand aus einem Z6-Rotationsblaster, einem Raketenwerfer, Vibroklingen und einer DC-17M, welche normalerweise nur von Republic-Kommandos verwendet wird. Tech stellt das dritte Mitglied des Squads dar. Mit einem stark modifizierten Scout-Trooper-Anzug und einem speziellen Visier konnte er Flugbahnen berechnen, fremde Sprachen übersetzen und verschiedenste Geräusche nachahmen und abspielen, was wir in der neuesten Staffel sehen werden. Seine Mutation löste extreme Intelligenz und ein hohes Denkvermögen aus. Dazu war er sehr gesellig und gesprächig, aber mied Streitsituationen, da er damit nichts anfangen konnte. Crosshair ist der beste Scharfschütze der republikanischen Streitkräfte. Ziele konnte er bis auf 16 Kilometer Entfernung problemlos treffen. Seine genetische Veränderung gab ihm nämlich eine extrem präzise Genauigkeit. Seine Rüstung ist an der rechten Brust- und Schulterseite modifiziert, da er sein 7.7.3 Firepuncher Scharfschützengewehr ohne Unannehmlichkeiten nutzen möchte. Damit kann er nicht nur Kampfdroiden wegpusten, sondern sogar Granaten in der Luft zum Explodieren bringen. Ungefähr so. Crosshair und Wrecker werden wohl nie gute Freunde werden, da Crosshair absolut keinen Sinn für Humor hat. Da gestern die erste Folge der 7. Staffel erschienen ist, werden in den nächsten Wochen vor allem Clone Wars Videos auf unserem Kanal erscheinen. Die 212. und 501. freuen sich daher auf die Glocke und einen Daumen nach oben, denn nur gemeinsam sind wir stark.